Und damit ganz herzlich willkommen auf dem Kanal. Hier ist euer Let's7 und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play OMSI 2. Und meine Damen und Herren, ich begrüße euch, wie ihr schon sehen könnt, von der Karte Berlin X10. Und ja, das heißt, es ist auch ein neuer Bus dabei, nämlich der MAN Line City DD DL09. Und ja, es ist einer von vier Bussen, die bei dem Add-on dabei sind. Ist klar, es sind alles Doppeldecker. Der DL05, der DL07, DL08 und DL09. Genau. Und ja, heute fahren wir aber mal mit dem DL09. Einfach nur. Ich habe mir einfach den. Ich bekam den direkt angezeigt, habe ich direkt den genommen. Ja. Wir fahren die Linie 285 von am Waldfriedhof im Stadtteil Dahlem. Und wir fahren bis zur Wupperstraße. Ja. Fahrplan habe ich auch schon angenommen. Achso, Lackierung brauche ich eigentlich nichts zu sagen. Das ist die Standardlackierung. Aber wo ich noch was sagen muss, ist nämlich die Lautstärke. die stelle ich nämlich mal auf 10. Beziehungsweise, ich stelle hier noch eben die Lautstärke hoch, damit das nicht... So, damit das nicht zu leise ist, dann stelle ich hier nochmal was runter. So, nee, komm, so. Jetzt dürfte es aber stimmen, aber letzte Folge habe ich gemerkt, irgendwie war das viel leiser. Ich weiß aber nicht, woran das lag. Ich habe den Fehler nicht gefunden. Naja, egal. Wir starten einmal die Elektrik. Und dann noch direkt den Motor. Achtung. Ich habe keinen Patch drauf. Ich glaube, das ist sogar ich habe keinen Patch drauf. Ich meine, das ist der originale Motorsound, wenn ich mich nicht täusche. Ja, so schlecht hört er sich gar nicht an. Ja, so, so, einmal jetzt hier mit dem, kenne ich ja jetzt inzwischen, wir fahren die 285-0000001, Ziel 90, wir sind am Waldfriedhof, das ist richtig, am Waldfriedhof, ja, stimmt das? Ja, das stimmt. Wir fahren zur Wupperstraße, aber das Zielschild hier ist was anderes. Rathaus Steglitz. Egal. Das stimmt soweit alles, habe ich extra nachgeguckt. So, wir fahren also circa 20 Minuten. Boah, das ist also nicht sehr, das ist keine sehr lange Linie, aber trotzdem eine ziemlich belebte. Ja, wir fahren über Oskar Heleneheim, über Zehlendorf. Und über sonst nichts mehr eigentlich. Ja, genau. Und ja, ich würde sagen, ich fahre schon mal vor, dann können die ganzen Leute schon mal einsteigen. Bitte schön. Einmal Türe auf. Möchte schon jemand was kaufen? Nein, alles klar. Weiß ich Bescheid. Ich muss mal eben gucken, ob ich überhaupt aufnehme im Moment, Leute. Ja, das passt. Ich war mir nämlich gerade nicht ganz sicher, ob ich meinen Mute-Knopf erwischt habe, also meinen End-Mute-Knopf. Ich mache das immer so, ich starte die Audiospur immer was früher und mache mir dann im Video mit der Maus so einen Punkt zum Synchronisieren nachher. Und dann drücke ich einfach nur noch auf meinen End-Mute-Knopf, so gesehen. Damit das so synchron ist. Ja. Ich würde sagen, da wir jetzt noch einiges an Zeit haben, wir haben noch 10 Minuten Zeit, was macht vor allen Dingen mal die Hilfspfeile an und dann einmal auf 39. Zack. Guten Tag. Möchte noch jemand mit? Nein. Das heißt, wir können einmal abfahren. Und los geht die Reise auf der Karte Berlin X10 auf der Linie 285. Ich meine, hier ist 30er-Zone, ich bin mir aber nicht sicher. Auch automatische Haltestellen, Ansagen. Das ist also kein Problem, siehst du. Er kam nämlich, ich habe gerade schon... Ich fahre sehr gut, bitte sei leise, Manfred. So. Ach, die wollen ja eine Fahrkarte haben. Einmal zack und 10 Cent zurück. Bitteschön. Weiter geht's. So.
Eigentlich müsste ich wirklich mal gucken, ob das hier jetzt eine 30er-Zone ist oder nicht. Aber ich fahre jetzt einfach mal 30, werde ich ja schon an der Zeit merken. Ja, das ist eine 30er-Zone, weil wenn ich 50 fahren würde, dann wird die noch viel schneller nach oben. Dann hätte ich noch viel, viel mehr Verfrühung. Mein Handy habe ich diesmal auf lautlos. Daran habe ich diesmal gedacht. So, einmal hier auf die Hauptstraße. Oder auf eine größere Straße, sagen wir so. Zack. Dieser Bus hat auch automatisches Kneeling, was ich auch nicht schlecht finde, was ich finde das eigentlich ziemlich geil. Und generell der Bus gefällt mir einfach sehr, sehr gut. Ich wäre wirklich froh, wenn dieser Bus als, also ja, als Solo-Eindecker mal rauskommen würde, weil der ist einfach sehr geil. Muss man wirklich zugeben. Auch von der Fahrdynamik und sowas und Fahrphysik und so, der ist einfach ziemlich, ziemlich geil gemacht. Was ich aber jetzt auch noch gemacht habe, ist mir nämlich den Setra 313 UL geschnappt oder mal runtergeladen. Ich hatte den noch gar nicht runtergeladen. Und ja, der wird dann auch wahrscheinlich in den nächsten Videos irgendwann mal präsentiert von mir. Und ja, so ist das. Aber wie gesagt, wir müssen auch noch auf, oder ich will auch noch auf, auf Städtedreieck natürlich die ganzen Linien noch fahren, die noch nicht gefahren sind. Das wäre, glaube ich, dann noch die 69 gibt es, glaube ich, noch. Und 86 gibt es auf jeden Fall auch noch. Aber ich weiß nicht, was dazwischen noch so kommt, wenn da überhaupt noch was kommt. So, einmal links rüber. Ich fahre die Linie jetzt hier an einem Sonntag, also reale Uhrzeit, reales Datum, an einem Sonntag. Das heißt, es dürfte eigentlich erstens auf den Straßen und auch von den Passagieren nicht so viel los sein. Aber ich muss jetzt schon wieder anhalten, weil wir viel zu früh sind. Ich möchte aber gar keiner mit, ne? Nö, dann kann ich wieder durchfahren. Auch keiner mit, meine Güte, was ist das denn? Das sieht er ja nicht. Jetzt sind wir schon 3 Minuten zu früh. Was ich mir schon fast gedacht habe, fast ja, jetzt sind wir 4 Minuten zu früh. Schützallee wollen aber jetzt wieder welche raus. Aber normalerweise, also in der README stand auch, dass diese Linie hauptsächlich mit Doppeldeckerbussen gefahren wird. Ich weiß nicht, ob das am Wochenende jetzt genauso war, aber. Ist ja nicht so schlimm. Hauptsache, wir haben den neuen Bus mal kennengelernt, ne? Sagen wir mal so. So. Ah, einmal normal. Alles klar, kannst du haben. Einmal bitteschön und dann bitteschön und dann bitteschön. Ja, ich lasse aber jetzt mal hier die Tür noch was auf, weil, wie gesagt, wir sind eh viel zu früh dran. Ich stelle mal 2 Minuten einfach die Zeit vor. So. Weiter geht's. Jetzt sind wir noch 1 Minute zu früh, das sollte verkraftbar sein. Aber ich wusste, dass der jetzt wieder fast stehen bleibt und dass ich dem jetzt fast reingefahren wäre. Weil immer wenn die KI eine Spur wechselt, dann bleibt die stehen. Das ist ein großes Problem eigentlich, so gesehen. Was mir gerade einfällt, ich müsste ja eigentlich hier auf der Map mit dem Setra fahren, weil der ja ein bisschen höher ist und auf allen anderen Maps, also oder auf der normalen Berlin Map, also auf der Standard Map, wo die ich aber ja schon gefahren bin und was auch irgendwie langweilig kommt, rüberkommt. Hallo? Was wollte ich jetzt gesagt haben? Ich weiß es selber nicht mehr. Auf jeden Fall ist der Setra ja ein bisschen höher.
also von der Höhe her ist ein bisschen größer und der bleibt dann an verschiedenen Brücken hängen. Das ist halt sehr negativ, ne? Also da könnte man auf Berlin X10 schon Glück haben, dass der da nicht irgendwo hängen bleibt. Ich meine aber, dafür bräuchten wir normalerweise eine Überlandlinie, weil der Setra ist eigentlich so ein bisschen der Überlandbus. So, einmal, wir können hier rechts bleiben. Wir sind, haben aber kein Terminus am, Rei am Reiche, an der Eiche. So. Das finde ich in Berlin auch geil gemacht. Die haben die Fahrradampeln, die werden kurz vor der normalen Ampel werden die auch grün. Das heißt, man kann einfach auf die Fahrradampel gucken und weiß schon früher, weil die KI achtet da ja nicht drauf. Im echten Leben wird die wahrscheinlich darauf achten. Kommt der Kollege. Also auch die 285 sitzt der nämlich, der fährt mit einem Solobus. Hab ich mir schon fast gedacht. Einmal Kurzstrecke für die Dame, aber kein Problem. Bitteschön. Da geht's. Durch die 200, wie viele Haltestellen haben wir jetzt übersprungen? 2 oder 3, weiß ich nicht. Die, hallo? Danke. Bleibt einfach mitten auf der Straße stehen. Kann ja nie wahr sein, ist ja wohl die Höhe. Danke sehr. Komm, setzen Sie sich mal ans Steuer, vielleicht können Sie ja besser fahren. Meine Fresse. So, weiter geht's. Und wir müssen geradeaus, ja. Und hier ist 30er Zone. Ne, warte. Moment, muss ich kurz gucken. 22, ach so, okay, nur von 22 bis 6 Uhr. Haben wir aber gerade nicht, das heißt, wir dürfen 50 fahren. Wäre aber eigentlich schlauer, doch 30 zu fahren, weil wir sind eh wieder zu früh. Ich weiß nicht, wann das war. Ich bin in den letzten Tagen irgendwann mal eine Linie hier drauf gefahren. Da war ich übelst pünktlich. Drei, das sind. Bitteschön. War ich sehr pünktlich. Das hat mich auch gewundert irgendwie. Oh, die kriege ich jetzt noch, komm. Da bremse ich nicht mehr, sonst hätten die sowieso alle gemeckert. Schönauer Park. Gucken wir mal, ob doch schön ist. So. Und das ist Montag bis Freitag 7 bis 18 Uhr. Ja, das haben wir aber nicht. Wir haben nämlich Sonntag. Weiter geht's. Ich habe aber irgendwie auch noch irgendwie keine Veränderung gesehen zwischen dem DL05 und dem DL09. Die muss ich vielleicht irgendwann mal auf Grundorf nebeneinander stellen und mal vergleichen. Oder ihr könnt mal auch in die Kommentare schreiben, was der Unterschied dazwischen ist. Also zwischen dem ganz alten oder zwischen dem ältesten, der im Spiel mit drin ist, von den Doppeldeckern und dem neuesten aus der Serie. Da blicke ich nämlich irgendwie nicht durch. Finde ich irgendwie komisch. Meiner Meinung nach hat sich aber schon, obwohl, nee. Irgendwie hat sich noch nicht so richtig rentiert, dass ich einen Doppeldecker genommen habe. Egal. Ist mir Schnuppe. So. Stimmt das auch noch alles überein hier mit? Jetzt kommt Leo Beckstraße, da haben wir noch nicht umgeschaltet. Passt. Ist die X1. Okay. Die X1. Nee, warte, das war die X10. Ich wollte gerade sagen, die X1 kann ja nicht sein. Oder? Müsste die X10 sein. Ja, das ist die X10. Die werden wir auch noch fahren. Obwohl das die aufwendigste Linie ist von der Performance her.
Meiner Meinung nach. Vor allem am Zoologischen Garten bzw. Herzallee, da ist die Performance total im Eimer bei mir. Obwohl ich sagen muss, dass das im Moment jetzt gerade ziemlich erstaunlich gut läuft. Also ich hätte nicht gedacht, dass ich so einen guten Spielfluss habe. Wie viel FPS habe ich denn? Ich habe durchgängig 30 FPS. Das ist ja mal ein Witz. Boah, das ist aber wirklich Leerstraße. Das ist aber wirklich lustig. Und ich dachte, ich könnte auf der Map nicht aufnehmen. So, einmal raus mit dir, wenn du raus möchtest. Dann können wir nämlich direkt wieder weiterfahren. Ich hoffe einfach mal, dass das immer noch 50er-Zone ist und keine 30er-Zone. Und ich muss jetzt gleich sowieso nochmal stehen bleiben. Wir sind sowieso schon wieder zu früh. Ich bin aber irgendwie im Moment auch... Es kommen keine neuen Maps mehr. Warte, muss ich hier anhalten? Nein, ich dachte gerade, hä? Weil ich habe ja auf Alheim auch gesehen, da ist ja eine Haltestelle, da ist kein Haltestellenschild dran. Also kein Hilfspfeil dran, beziehungsweise, ja, kein Hilfspfeil dran. Und ich habe gerade gedacht, es wäre hier auch so gewesen. Aber anscheinend nicht. Am Birkenknick. Hallo. Eine Kurzstrecke, die können Sie haben. Da bitteschön. Und bitteschön. Weiter geht's. Ich muss wirklich sagen, der Bus gefällt mir, beziehungsweise generell Berlin Xing gefällt mir sehr gut. Wirklich, muss ich wirklich zugeben. Macht immer noch Spaß hier zu fahren und vergangene Woche schon einmal gefahren und macht immer noch Spaß, die zu fahren. Dann fahr du das nächste wieder Auto mal. Genau, nimm das nächste Mal wieder das Auto. Bus passt sowieso nicht in die Garage. Den hat jetzt wahrscheinlich keiner verstanden, aber egal. Ich hoffe auch mal, das ist jetzt nicht zu laut vom Spielsound her. Ich muss das gleich gut abspeichern, meine Audiodatei, weil ich habe ja eine, wie soll man das sagen, eine Marke gesetzt. Ja, danke. Ich habe mir so eine Marke gesetzt, wie hoch ich das immer verstärke, meine Stimme. Und wenn das aber diesmal zu leise sein sollte, immer noch, dann muss ich das nämlich nochmal mehr verstärken. Kann gut vorkommen. Also kann ich mir gut vorstellen, dass das passieren wird. So, dann einmal links rum bitte. Danke, dass ich gut fahre. Danke, wirklich. Muss ich echt sagen. Danke dafür. Danke dafür, Eblali. Spaß beiseite. So. Please leave the bus here. Wir sind schon da. Noch eine Haltestelle weiter und... Dann sind wir schon da. War eine ziemlich kurze Linie. Ich bin gerade überlegen. Ich habe das ja schon mal gemacht. Auf der Linie, weiß ich gar nicht mehr. 189, glaube ich, auf Gladbeck. Ja, genau, mit dem Facelift bin ich ja hin und zurück gefahren. Könnten wir jetzt hier auch machen. So, dann einmal... Das haben wir schon gedacht, dass ich überall zu früh war. Aber war ja auch irgendwo klar. So. Da muss der fahren. Weiß ich jetzt gerade nicht. Ich kann ja mal eben zu dem wechseln. Ne, kann ich nicht. Ne. Ja.
Ja, wie früh geht's denn wieder los? Für mich um 14:17 Uhr. Wir haben 13:55 Uhr. Cool. Ja, wir machen auf jeden Fall. Komm, ich mache jetzt Schluss für die Folge. Dann ist das eben eine kürzere Folge. Dann kann ich noch eine Folge aufnehmen. Das ist auch nicht schlecht. So. Obwohl ich gesagt habe, ich will nicht mehr so viel im Voraus aufnehmen, aber ist nicht so schlimm. So. Dann einmal 0000000000. Und passt das? Das passt. Und zwar jetzt hier. Siehst du? Und dann Fahrplan deaktivieren. Hilfspfeile. Nein, nicht Zeit vorstellen oder zurückstellen. Oh, der fällt jetzt weg. Egal. Einmal Elektrik aus. Und ich würde sagen, dann war es das von dieser Folge wieder. Boah, meine Güte. Ich fahre mal ein Stück zurück, Leute. Moment. So. So. Ich hoffe mal, das war's. Ich hoffe mal, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Das wäre cool. Abo wäre natürlich auch nicht schlecht. Und ja, falls ihr irgendjemanden kennt, teilt das Video gerne mit euren Freunden oder mit demjenigen, den ihr kennt, der das gerne guckt. Muss ja nicht unbedingt euer Freund sein. Nein, egal. Und dann war es das von dieser Folge wieder. Ich würde sagen, haut rein, Leute, und tschüss und bis zum nächsten Mal.